Sind sie nun verschieden oder doch völlig gleich? Wir waren mit drei Pickups, die auf derselben Plattform basieren, im Gelände und haben ausprobiert, was sie können und was nicht. Navara, Alaskan, X-Klasse, so lauten die Namen unserer drei Kombattanten, wobei es den Nissan Navara schon länger auf dem Markt gibt. Unser Testwagen ist wie die beiden anderen mit dem 190 PS Euro 6 Diesel ausgerüstet, ein erfreulich sparsamer Motor aus dem japanischen Haus, der sich im gesamten Test mit weniger als 8 Litern begnügt. Dabei besitzt der Motor genügend Durchzug, arbeitet aber dezent im Hintergrund, was den Lärmpegel angeht. Die beiden neueren Modelle bauen auf der Nissan-Basis auf. Alle drei Doppelkabiner verfügen über einen zuschaltbaren Allradantrieb und besitzen eine komfortable 7-Gang-Automatik, mit der sich bequem durch leichtes Gelände kommen lässt. Die Tage im Offroad-Park allerdings bleiben bei zwei Fahrzeugen nicht ohne Spuren. Sowohl der Mercedes als auch der Renault sind plötzlich nur noch im Notprogramm zu fahren, sprich, der Bordcomputer meldet Probleme. Möglicherweise haben die langsame Fahrweise und häufige Motorstarts die Abgasreinigung durcheinander gewirbelt. Nach einigen Stunden auf der Autobahn laufen die Motoren dann wieder normal. Der Navara blieb verschont, vielleicht auch, weil er für eine weitere Geschichte als Zugfahrzeug eingesetzt wurde und mehr arbeiten musste. Doch zurück zum eigentlichen Test. Wo liegen denn nun die Unterschiede der drei Pickups? Wohl nicht nur im Emblem. Und tatsächlich, die X-Klasse grenzt sich am stärksten von den beiden anderen ab. Angefangen von der Karosserie, die bei Mercedes satte 5 cm breiter ist. Das sorgt für mehr Platz in und auf der Ladefläche. Das Durchlademaß ist mit 1,21 m sogar 8 cm breiter als bei den Schwestern. Ist das Cockpit bei Renault und Nissan noch identisch, dabei funktional und gut, glänzt der Mercedes auch hier mit einem eigenständigen Design. Haptik, Funktionalität, die Anzahl an Steckdosen und nicht zuletzt das beste Kamerabild der 360-Grad-Videosysteme, über die alle drei verfügen. Es lässt sich nicht leugnen, die X-Klasse ist in allem einen Tick besser. Kleiner Kritikpunkt, die Frontkamera sitzt so tief, dass sie schnell verdreckt. Das ist bei Navara und Alaskan besser gelöst. In Sachen Zuladung hat der Stuttgarter wiederum die Nase vorn. Mit 1024 Kilo kann er immerhin 75 Kilo mehr schleppen als die Verwandtschaft. Ein für den zukünftigen Einsatz von Absetzkabinen nicht unwesentliches Detail. Die getestete X-Klasse besitzt das Komfortfahrwerk, das 2 cm weniger Bodenfreiheit bietet als bei Renault und Co. Logische Konsequenz im Gelände? Der Mercedes nimmt als erster Kontakt mit dem Boden auf. 22 cm Freiheit gibt es dagegen für Alaskan und Navara. Die X-Klasse schafft den gleichen Wert mit dem Höherlegungsfahrwerk. Die Verschränkungsfähigkeit ist bei allen dreien mehr als ausreichend und ein guter Kompromiss zwischen Fahrkomfort und Geländetauglichkeit. Ein weiteres Detail ist bei Mercedes anders. Er verfügt über Scheibenbremsen an der Hinterachse, während sich Renault und Nissan mit Trommeln begnügen. Das Ergebnis? Aus 60 km/h schafft die X-Klasse den Stillstand etwa 2 Meter früher. Am Ende entscheidet der Preis. In den jeweils getesteten hochwertigen Ausstattungen unterscheiden sich die ungleichen Drillinge weniger als erwartet. Mercedes verlangt mit 49.433 Euro am meisten. Rund 1.800 Euro weniger kostet der Renault. Größer ist der Unterschied zum Nissan, der mit 44.500 Euro die günstigste Schwester ist. Damit disqualifiziert sich der Alaskan fast von selbst, denn er gleicht dem Nissan bis auf wenige Details. Letztendlich verbleiben also der Navara und die X-Klasse. Und die Frage, sind mehr Zuladung, mehr Platz und einige bessere Ausstattungsmerkmale 5.000 Euro mehr wert? Die Antwort darauf muss jeder selbst finden. Speckt man die X-Klasse auf ein vergleichbares Niveau zum Navara ab, liegen beide preislich fast gleich auf. In der Basisvariante ist Nissan allerdings mit knapp 30.000 Euro ganze 9.000 Euro günstiger.
Doch eines ist deutlich, bei aller verwandtschaftlichen Nähe ist die X-Klasse, wenn auch keine Klasse für sich, aber immerhin ein ungleicher Drilling. Übrigens, der Explorer hat bereits weiteren Pickups auf den Zahn gefühlt. Die Ergebnisse finden Sie hier in unserem YouTube-Kanal.